Früher da war als die Frage. Hier ist Angela Georgiou hereingeleitet in einem Kleid, das zu ihrem ersten Stück passt. Die Habanera aus Carmen von Georges Bizet. Seit 1992 eine Weltkarriere, die sie auch gleich an die Staatsoper geführt hat. Und nun im Mezzofach dieser Sopran in einem strahlenden Kleid eines rumänischen Designers. Georgiou.
Bizet, auch Verdi oder Puccini, gehört zu ihrem Repertoire. Musical normalerweise eigentlich nicht, aber wir hören jetzt einen Ausschnitt aus My Fair Lady. I could have danced all night. With pain, I could have gone to bed. My heart's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I could have gone to sleep. Not all into myself not proud. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have gone. Spread my wings, like a thousand things, I haven't done before. I never knew what would be so exciting, ever it was my heart took flight. Sehen wollen, können Sie das am Samstag in der Volksoper tun, die ganze My Fair Lady. Rudolf, Spitzname Purzelklinger, hat darunter geschaut zu einer Frau Inge. Ob sie heute die ganze Nacht tanzen wird, wie sie das angekündigt hat? Sicher, wenn sie es gesagt hat. In diesem Lied vielleicht nicht mit diesen Herren. Pierre Lacotte, Georges Prêtre, Angela Georgiou, zwei Doyens und eine Diva. Diese gleiche Stück, schon sehr erleichtert. Heute ist ja viel von fast schon Caroline von Monaco Zustände. Ja, Lotte Tobisch. Simone Wohins, Geschäftsführerin des Staatsballetts. Jubel für unsere Diva und die Debütantinnen und Debütanten. Ja, vielleicht sehen wir Lotte Tobisch noch einmal. Die trägt nämlich ein sehr interessantes Kleid. Das ist ein Fräsienstrauß. Das, was die Debütantinnen haben, das bekommt in klein, das bekommt Angela Georgiou in groß und Georges Prêtre wird geküsst vom Hausherrn Dominique Meyer. Barbara Frittoli und Soliana Kuschbler sind begeistert von der Kollegin. Ja, die Debütantinnen und Debütanten, die waren bis jetzt sehr geduldig, aber nun eine Polka Française von Josef Helmisberger Junior auf Wiener Art. Das ist die Eröffnungschoreografie von Izzy Ismet Öztek. Thomas Reuss wagt sich zu seiner Dame. Isabel Savetz freut sich auch schon. Andrea Planiger, Paul Elsbacher. Von oben natürlich noch besser erkennbar. Ihr Rat, bezauberndes Lächeln, ja, da sehen wir es. Die jungen Damen laden die jungen Herren ein.
Viel ist heute von Klimt inspiriert, so auch diese Eröffnungschoreografie. Nämlich Valerie Rudasch, nämlich von Klimts Gemälde Der Lebensbaum. Ja, jetzt sieht man's. Ja, jetzt bilden sich da langsam Äste an diesem Klimt lebenden Lebensbaum. Hier gilt die Rettungsgasse. Die Krönchen, da haben wir einen Blick drauf. Die wurden von einem waschechten Prinzen gestaltet. Kari, ein Verwandter von dir? Nicht verwandt, es war Dimitri von Jugoslawien. Keine Verwandten in Jugoslawien. Nein. Also ich glaube zumindest nicht, das ist ja... Hunderte Swarovski-Elements tanzen hier mit. Inspiration für den Prinzen, der natürlich kein Faschingsprinz ist, sondern ein echter, der Dimitri. Inspiration, Wintersturm in New York. Andrea Planiger und Paul Elsbacher freuen sich des Lebens. Ich wollte den Diademen Bewegung verleihen. Da ist sie, die Bewegung. Ganz begeistertes Publikum heute, wie sie verbeugt sich. Dem ist jetzt auch ein Stein vom Herzen gefallen. Und Roman Elvis Swabek, der ordnet nun mit einem kurzen Hand.